Ich setze hier mal die Priorität ein bisschen höher. Und dann kann das schon mal fertig werden. Dann haben wir hier zumindest schon mal eine bessere Kohleversorgung. Fehlt halt nur noch die Eisenerzversorgung hier. Versuchen wir das mal mit ein paar LKWs mehr. Haben wir eigentlich schon sowas wie eine Tankstelle? Ja, wir haben eine Tankstelle. Also, ich fahre lieber hier hin. Okay. Und ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich glaube nämlich, da draußen hat ein Kind etwas so laut genug geschrien, dass ich es mitbekommen habe hier. Und wahrscheinlich habt ihr es auch mitbekommen. Wie unprofessionell. So, wir haben unser Schiff modifiziert. Da können wir eigentlich schon mal ein bisschen was produzieren lassen. Bedeutet, wir fahren mal da oben hin und wir brauchen Bewohner. Gut, dann bauen wir doch glatt erst nochmal ein paar Unterkünfte. Die kann man auch pausieren, sehr lustig. Hä, 60 Leute in 70 Häusern. Hier ist nicht dauerhaft, das finde ich doof. Dafür produzieren die hier zu wenig. Warum produziert ihr gerade nicht? Ach, das Mitteldestillat ist voll. Ja, bei dem. Du produzierst nur alleine, das ist das Problem. So. Dafür fehlen mir einfach die Zweierbauteile. Da fehlen mir einfach die Einserbauteile und das ist. Nee, der Beton, der fehlt. Für Beton fehlt mir Concrete, dafür fehlt mir Kohle. Dann haltet hier den doch mal bitte ein bisschen voller. Sonst komme ich hier gar nicht weiter. Müssen wir trotzdem mal ein paar Jungs anheuern, weil ansonsten funktioniert das hier überhaupt nicht. Klassischerweise. So, das Ding geht nochmal runter. Moment. Der Kram soll da ja gar nicht hin. Immerhin, da wird jetzt mal wieder was produziert. Yay! Ja, Concrete wird gebaut, weil Kohle hier angekommen ist. Das ist gut. Das heißt, die Dinger hier können arbeiten. Das ist auch sehr gut. Den fehlt Strom. Bang!
Genau, nicht genügend Wohnraum, Siedlung überfüllt, das passt. Jetzt stellen wir den Betrieb wieder ein. Wir haben ein bisschen Zeug bekommen, das passt. Und wir können dafür, komm, dich packen wir mal in die Mannschaftszuweisung. Wir pausieren hier doch nicht. Aber wir fliegen jetzt darüber und machen einen Schiffskampf. Wir fliegen mit dem Schiff rüber. Voll. Voll gut. Genau, hier produzieren wir theoretisch genügend Energie erstmal, hoffe ich. Wenn das Ding hier halt entsprechend weiter laufen würde. Was es aber nicht tut, solange wir hier nicht genügend Material bekommen. Und ich glaube, du bist eigentlich auch ein Kohle-Ding. Genau, Schiff im Kampf, das passt. Und du bist eigentlich auch ein Kohle-Ding. Lassen wir dich mal weiterlaufen, also füllen, damit wir hier Dinge tun können. Standort entdeckt. Wir haben ein Segelwerk entdeckt. Hurra! Und dann prügeln wir uns da nochmal. Die Obdachlosigkeit wird schon irgendwann fertig werden. Jetzt bauen wir hier nochmal. Ah, Maschinenteile. Da theoretisch auch, wenn wir denn so viele brauchen. Dem gehen wir auch mal eine Ebene höher. Ja, die Turbine wäre natürlich schön. Ein schönes Nice to Have haben wir aber gerade nicht. So, du kannst jetzt auf jeden Fall schon mal Dampf abbauen und einbauen. Ah genau, der Dampf würde theoretisch auch hier rüber geleitet werden. Standort erkundet. Wir sind wieder im Kampf gewesen. Ein Schwefelbergwerk. Das ist interessant. Was können wir nochmal mit Schwefel machen? Ich glaube, da gab es auch schöne, interessante Sachen, was die Dieselherstellung angeht. Aber wir haben noch nichts davon erforscht. Ah, wir können Kohle sparen beim Produzieren von Gummi. Beziehungsweise wir produzieren halt kein Abwasser dazu. Brauchen dafür mehr Diesel. Bin ich jetzt gerade nicht so sehr überzeugt davon. Ich glaube, die pausiere ich beide mal, weil eigentlich möchten wir es hier mit die Sachen produzieren. So, wir haben den Biokraftstoff, das ist schön. Wir haben ein Schiff im Kampf gehabt. Dann wollen wir das jetzt einmal reparieren und genau, das Zeug ist eigentlich voll. Volle leer gemacht werden. Na, viel fehlt ja auch nicht mehr. Hopp, das war das letzte und jetzt ist fertig. Das heißt, jetzt wird die Kohle von hier aus einfach rüber transportiert.
Und die LKW hier braucht nur noch dahin fahren und das war's. Können wir hier den LKW-Import ausmachen. Hier können wir den LKW-Import schon mal ausmachen. Und hier hinten auch. Perfekt. Das gleiche machen wir dann jetzt auch noch für Kupfer. Dann sparen wir uns eine Menge Diesel. Hey, sind wir auch schon ein ganzes Stück durch, dass wir dann irgendwann hier weiter aufschütten können. Eigentlich. Komm. Will ich das auch nicht. Ich lasse den Kram hier weiter hier aufkippen. Weil ich brauche den Kram, um später auf die andere Insel zu kommen. So, wir haben ausnahmsweise genügend Leute da. Ich will aber trotzdem noch ein paar mehr. Einfach, um sicherzustellen, dass wir zum Schluss auch noch passende, also für die Überinseln und so weiter, passende Menge haben. So. Der Kram kann jetzt auch gebaut werden. Fehlt halt ein bisschen was. Jo. Da kommen die ganzen LKWs, die das Zeug reinkippen. Es wird jetzt natürlich relativ schwierigerweise erstmal wieder verteilt und wieder eingebaut und ja. Hier könnte ich theoretisch noch einen Sortierer hinstellen, der priorisiert in welche Zeile, aber nachdem beides zu beidem geht, ist mir das vollkommen egal. Noch hier haben wir jetzt tatsächlich erstmal genügend Beton. Kurzzeitig zumindest, bis hier drüben irgendwann mal Zeug rüberkommt. Und da kommt auch schon Einzelkohle an. Und es blitzt. Wow. Wie viel Strom brauchst du eigentlich? 18 Kilowatt. Du brauchst 9. Du brauchst auch nochmal 12. Du wirst 47 Kilowatt brauchen, wenn du funktionierst. Wow. Ja, wir erforschen das Wartungsdepot 2. Das finde ich super. Aber wir hatten ja zwischenzeitlich das Biodieselzeug. Dafür brauchen wir O2 und brennbare Dinge. O2 können wir hiermit erzeugen. 36 brauchen wir. 36 würden wir produzieren. Perfekt. Und genau. Wir würden dafür die Biogasanlage brauchen. Wir würden halt auch Kompost herstellen. Kompost ist ja schon mal gar nicht so blöd. Aber ich glaube, die Anlage würde ich dann hier drüben irgendwo hinstellen wollen. Und wenn ich schon dabei bin, könnte man hier gleich noch ein paar mehr Sachen hinstellen. Ja, komm. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir einen Platz, da haben wir zwei Platz. Die sollten es, glaube ich, mindestens sein. Also machen wir lieber drei.
So. Du gehst nicht so weit in die Dings mit rein, das ist schön. Hier machen wir dann sogar noch ein bisschen mehr Platz, weil da sollen dann später LKWs durch, im Zweifel. Für den Fall, dass wir jemals Lebensmittelknappheit haben sollten oder sowas in der Art. Ah, wir haben wieder neue Leute bekommen. Ich glaube, ich sollte dich jetzt mal ausmachen. Aktuell reicht's ja. Wir haben hier Kartoffeln, Kartoffeln. Zweimal Kartoffeln und zweimal Gemüse. Ich überlege gerade. Ich glaube, die hier unten schichten wir jetzt einfach mal um auf Gemüse. Gemüse kann ich im Zweifel nicht weiterverwerten. Dafür schichten wir die hier auf Kartoffeln um. Die könnte ich nämlich weiterverwerten. Sehe aber andere Probleme. Hier muss ich nämlich dann irgendwo ein passendes Band durchziehen. Ein Förderband. Dann lassen wir das hier noch mit auf Gemüse. Hier will ich nämlich keins durchziehen, weil das ist gerade knapp genug für LKW. Dann kann ich aber hier hingehen und sagen, Kartoffeln und Kartoffeln. Ich könnte das Ding schon mal anfangen zu bauen irgendwann. Und sag einfach von hier aus... gerne da eine Eckquader darüber. So. Dann kannst du da dran snappen. Dann hätten wir hier nämlich nochmal weitere Kartoffelfarmen. Von hier aus kann ich es theoretisch einfach rüberziehen. Theoretisch. Das Ding hier muss ich neu bauen. Ich baue es da wieder neu. Aber jetzt ist es weg. Jetzt kann ich es auch hier neu bauen. Wichtig, bau schnell. Dann haben wir hier schon mal die Möglichkeit, Zeug einzuschütten. Und zwar werden das hier die Kartoffeln. Ach, hier kann ich gar nicht so einfach ums Eck. Das ist ja gemein. Nein, so weit will ich den Quatsch nicht haben. So. Von hier aus können wir das auch machen. Hier brauchen wir aber nicht ganz so hoch gehen. Dann werden hier nämlich Kartoffeln drin gelagert erstmal.